Die Sitten werden rauer, die Attacken werden härter. Wir sind auf der Road to Extreme und ihr seht NEW Showdown. Tage sind es noch bis zum härtesten Event des NEW-Jahres, NEW Extreme 3. Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von NEW Showdown, die heute natürlich ganz im Zeichen des Extreme Events steht. Ich habe gesagt, 18 Tage sind es noch, bestellt also eure Tickets unter new-wrestling.de, denn erfahrungsgemäß ist dieser Event relativ schnell ausverkauft. Haltet euch also ran, das Ganze ab 18 Jahren, bestellt eure Tickets. Ich habe es gerade gesagt, die Hütte immer voll, die Action immer knallhart und die Stimmung immer grandios. Seid dabei bei NEW Extreme 3 in 18 Tagen am 3. Mai 2014. Mit dabei sein werden diesmal auch zum zweiten Mal in diesem Jahr musikalische Gäste. Hella Donna sind wieder da. Ihr wisst es, das sind die mit der NEW, mit der Wrestling-Hymne Groove On. Wir haben sie schon einmal zu Gast gehabt im NEW Hotspot in diesem Jahr. Sie werden wieder vor Ort sein. Außerdem mit dabei Fetischmodel Artikas Nightmare. Ganz schön heiß. Und heiß ist auch schon das richtige Wort, denn ihr könnt euch denken, hinter den Kulissen geht es gerade schon ganz schön heftig ab. Vertragsverhandlungen laufen und wie sowas aussehen kann, das schauen wir uns in diesem Video an. Mensch, wo bleibt denn der Valandi? Komm, Valandi, komm. Endlich. Na endlich. Valandi, wie sieht's aus? Wie sieht's aus mit Deadline? Himmel, mit dem Ride verhandeln ist anstrengend, das sage ich euch. Also. Rück raus mit der Sprache. Folgendes steht an. Nächsten Monat ist Extreme. Ihr müsst nicht in die Qualifikation für Deadline. Schon mal gut. Ihr könnt direkt ins Finale kommen. Hammer. Und das Beste noch oben drauf. Ihr beide könnt wieder als Team antreten. Hey. Ja, Mann. Das also, allerdings, was er wollte, weil es Extreme ist, haben wir eine Matchart ausgewählt, die euch doch entgegenkommt. Es wird ein Tag Team Ladder Match. Ja. Okay, aber gegen wen kämpfen wir? Team Amazing Hate? Nein. Die haben wir doch schon besiegt. Adrian Max? Adrian. Eric und Steve? Nein! Na los, sag schon. Wir treten an gegen zwei Neulinge. Und die werdet ihr ja wohl besiegen. Auf jeden Fall. Nicht wahr? Und dann ins Finale. Bei Extreme. Packen wir's. Die auch, hau raus. Liebe NEW-Fans, ihr seht, NEW Extreme, das ist der Event. Da sind nicht nur die Kämpfe und die Wrestler hart, sondern scheinbar auch die Vertragsverhandlungen mit Alex Wright. Fassen wir zusammen. Valandi, der neue Manager von TKO und Juvenile X, hat für sein Tag-Team einen Vertrag ausgehandelt. Bei Extreme wird es ein Tag-Team-Elimination-Ladder-Match geben. Juvenile X und TKO gegen zwei Neulinge im Ring der NEW. Und am Ende der Leitern unter der Hallendecke hängen zwei Verträge, die bei Erreichen direkt den Einzug ins Deadline-Finale garantieren, in das Escape to Destiny Ladder Match. Das bedeutet keine Vorrunde, wo andere sich schon so richtig aufreiben. Direkt ins Finale, direkt die Chance auf den Koffer, der zu einem Deadline-Match jederzeit, überall und immer die Tore öffnet. Und damit zu einer Chance auf den NEW World Heavyweight Titel vielleicht. Wir werden es sehen. Bei Extreme also TKO und Juvenile X dank ihres Managers Valandi in einem
Tag Team Elimination Ladder Match. Werfen wir jetzt einen Blick auf die Card, wie sie bis jetzt bekannt ist. Und da haben wir auch direkt das erste Match, das neu ist. Denn Shorshi hatte angekündigt, es wird eine Bergkaver Brawl geben, wie auch immer die aussehen wird, gegen einen Gegner, den er benannt hat mit der Verrückte, der hier immer rumrennt. Naja, da kommt so ziemlich die halbe NEW in Frage. Aber jetzt steht es fest, Shorshi trifft in dieser Bergcover Brawl bei Extreme 3 am 3. Mai 2014 im NEW Hotspot bei Erlangen in Hessdorf auf den Insane Killer. Das wird eine Schlacht, liebe Freunde. Weitere Matches für diesen Abend. Da hätten wir zunächst ganz frisch nach der Ankündigung vom Wochenende. Max verteidigt seinen, wie soll man sagen, Titel als Mr. Hardcore, den er sich gemeinsam mit Adrian Severe sicher in den letzten Jahren erworben hat, gegen Usus und Kratos in einem Handicap-Match. Weapon on a Pole. Max, das Powerhouse aus Österreich, gegen Usus und Kratos. Weapon on a Pole. Handicap. Match. Als ob das nicht genug wäre, wir haben es gerade schon gesagt, das Ladder Match TKO in Juvenile X gegen zwei bisher unbekannte Gegner. Wir halten euch hier natürlich auf dem Laufenden, sobald sich da etwas getan hat. Außerdem natürlich Adrian Severe, wir haben es gesehen, nach der Attacke auf seine Haarpracht, das lässt er natürlich nicht auf sich sitzen. Adrian Severe, Marius Al-Ani, Street Fight bei Extreme 3. Das wird ganz, ganz sicher eines der riesengroßen Highlights des Abends. Wir wissen es alle, Adrian Severe in Street Fights durchaus erfahren und Marius Al-Ani sicher ein ganz, ganz, ganz harter Brocken für den ehemaligen NEW World Heavyweight und NEW Hardcore Champion Adrian Severe. Außerdem, und das ist der Kampf, über den spricht jetzt schon Facebook, über den spricht das ganze Internet, Freund gegen Freund, Tag-Team-Partner gegen Tag-Team-Partner, der Hass gegen die One-Man-Glam-Machine, Demolition Davis gegen Scotty Saxon, Last Man Standing. Das sind die Kämpfe, die bis jetzt bekannt sind. Ich möchte eigentlich hinzufügen, das sind nur die Kämpfe, die bis jetzt bekannt sind, denn weitere werden folgen. Sobald es Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr es hier in NEW Showdown. Sichert euch jetzt eure Tickets unter new-wrestling.de. Denn erfahrungsgemäß, ich habe es eingangs erwähnt, NEW Extreme immer volle Hütte. Das war's für heute. Mir bleibt der Hinweis auf die NEW Classics am Freitag von meinem geschätzten Kollegen Angelo Pokorny. Und wir sehen uns wieder am Dienstag und richtig sehen wir uns dann wieder hoffentlich am 3. Mai im NEW Hotspot in Hessdorf bei Erlangen zu NEW Extreme 3. Für heute genug. Wir sehen uns. Take care. Bye bye.